Um die Kulturhauptstadt 2024 der Bevölkerung näher zu bringen, ist das Team der Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut 2024 seit 9. April in der ganzen Region unterwegs und besucht mit einem mobilen Studio alle 23 beteiligten Gemeinden. Die Meinung der Bevölkerung ist dabei gefragt. Worauf freut ihr euch bei der Kulturhauptstadt Europas 2024? Wie kann Europa ins Salzkammergut kommen? Wohin soll sich Kunst und Kultur im Salzkammergut entwickeln? Diese und viele weitere Fragen wurden dabei vor Ort von den Verantwortlichen beantwortet. Dieses Mal machte der Tourbus in Bad Gursan und Gosau Halt. Ja, die Kulturhauptstadt 2024 macht heute Station in Bad Gursan und in Gosau. Kann man schon ein kleines Resümee ziehen, wie es momentan, wie es angekommen ist bei den Leuten, welche Ideen das man gesammelt hat? Ja, es ist ein bisschen über die Halbzeit drüber, genau, ist korrekt. Das, wie wir es eigentlich erhofft haben, vermutet haben, dass der Bedarf, Gespräche zu führen, ja groß ist, dass man immer wieder mal jetzt, ob man jetzt auf dem Kulturverein ist und vielleicht eine konkretere Idee hat, aber medial hat man das mitgekriegt, was ist Kulturhauptstadt überhaupt, was passiert in den nächsten 2-3 Jahren, den Aufbaujahren. Also sehr viel Information, aber auch Motivation. Es kommen Personen, Kulturschaffende, die mit einer Idee kommen und die dann bei uns mit einem Einreichformular weggehen. Also bis 30. September rufen wir ja jetzt auf, wirklich mit einem sehr breiten Kulturbegriff Ideen einzureichen und möglichst so konkret, dass das dann auch Projekte sind, die 2024 stattfinden. Und es ist sehr viel eben auch eine Aufklärung, dass das Kulturhauptstadt ja eigentlich ein Regionalentwicklungsprojekt ist und viele Dinge initiieren soll, die über 24 dann weit hinaus wirken und dass wir auch viele Randthemen behandeln, wie Mobilitätslösungen, Tourismus und sonstiges. Und dann sind die Leute dann schon auch überrascht, wie groß eigentlich die oder wie breit diese Kulturaspekte sind. Was erwartet man sich denn von der Kulturhauptstadt 2024? Und wir in Gosau erwarten uns eigentlich viel von der Kulturhauptstadt. Ich denke mal, es ist ja so, eine europäische Kulturhauptstadt ist ja eine einmalige Möglichkeit und Chance für die ganze Region. Und wir werden in Gosau uns sicher bemühen, dass wir mit schönen Projekten auch mit dabei sind bei der Kulturhauptstadt, weil davon können wir im Prinzip nur profitieren und freuen uns im Prinzip schon drauf. Es wird noch ein steiniger Weg bis dorthin, weil ja auch viele Projekte momentan in der Finanzierungsplanung und in der Finanzierungsüberlegung sind. Und das ist natürlich alles nicht so einfach. Man muss ja auch einige Querfinanzierungen für Projekte noch überlegen und zusammenbringen. Aber Ideen sind da, gute Ideen auch. Und ich weiß, dass unsere Musikschule sicher mit einem Projekt am Start sein wird, das Handwerkshaus. Heimatverein wird mit einem Projekt dabei sein. Und was darüber hinaus noch geschieht, lassen wir uns überraschen. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich denke, es wird sehr viele Schwerpunktthemen geben. Aus dem Bitbook heraus natürlich logischerweise auch, die über die ganze Region drüber gelegt werden und wo wir auch ein Austragungsort dafür sein können, neben mehreren anderen Austragungsorten. Ich denke, bei uns wird es auf jeden Fall das sein, was wir eh schon seit vielen Jahren spielen. Es wird dieses Handwerksthema auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Schnittstellen auch weitergespült. Das ist einfach so eine schöne, offene Geschichte, das lässt so viel zu. Also da bin ich guter Dinge, dass das ein Teil davon sein wird. Wir sind einfach stark in Austausch mit dem Team und es freut uns total, dass das so gut funktioniert. Ich meine, es ist einfach Kulturhauptstadt. Es bewegt und es bringt sehr viel in Bewegung. Und ich glaube, durch ein starkes Miteinander kann man da echt lässige Sachen zusammen. Ja, ich bin ja Mündner, wohne aber da in Gosern und ich erwarte mir schon, dass da ein bisschen was geht. Das heißt, dass das ein bisschen weltweit wird. Kulturhauptstadt ist ja nicht nur österreichweit, sondern das ist weltweit. Okay. Und da freue ich mich auch drauf. Für unsere Region ist das wieder eine Chance, dass wir uns erstens einmal präsentieren als ein wichtiger Tourismusort in Oberösterreich, was Gosau schon immer war, speziell im Winter. Wir wollen uns also auch jetzt positionieren, dass wir sagen, wir haben da auch eine Kultur. Und da geht es mehr einfach darum, den Ort darzustellen und die Qualitäten, die unser Ort hat. Und die wollen wir hervorheben und verstärken, langfristig mit verschiedensten Projekten im Beleben.
Aber ich sehe es auch, diese Lebensqualität, die wir da in Gosau haben, als unsere Kultur. Und da wollen wir immer ein paar Sachen zeigen, da möchte ich mich besonders einbringen. Also ich bin musikalisch nicht so aktiv und künstlerisch, sondern ich sehe eher das Leben als Kultur. Es ist wunderbar, dass Bad Ischl und Umgebung für das Projekt ausgesucht worden ist, ausgewählt worden ist. Ich mache mir sehr große Hoffnungen. Ich bin mein ganzes Leben mit der Kultur und mit der Bildung und mit der Kunst verbandelt, sozusagen auf verschiedenen Ebenen, sei es im traditionellen Bereich oder im künstlerischen Bereich. Und ich freue mich sehr darauf und hoffe natürlich, aber auch das gute Gefühl, dass da was Gutes draus gemacht wird. Also wenn wir da zurückschauen auf die Kulturhauptstadt in Linz, was sich da getan hat, nicht nur an Infrastruktur, sondern auch an Gästen, die zu Besuch gekommen sind, wird im inneren Salzkammergut natürlich nochmal massiv werden. Also das wird richtig gut. So ein Großprojekt für die Region hat auf mehreren Schienen eine große Bedeutung. Die eine ist einmal die Vorbereitungszeit, die alleine schon so wichtig ist, weil man sich wirklich Gedanken macht darüber, was könnte draus werden, was könnte man machen. Dann die Zeit direkt das Jahr 2024, bei dem dann die Veranstaltungen stattfinden, das wahrscheinlich einen ziemlichen großen Aufschwung gibt. Und das Dritte ist dann die Nachwirkung, die auch sehr wichtig ist. Die wird man nicht bei jedem Projekt zusammenbringen mit der gleichen Stärke, aber es wird sicher Nachwirkungen gehen. Es gibt ja genug andere Beispiele in Europa, wo sowas schon stattgefunden hat und da hat sich das immer relativ gut ausgewirkt. Nachhaltigkeit ist so ein breit gespanntes Wort, da gehört so viel in Wahrheit rein. Für uns ist einfach nachhaltig, dass wir die Wege für die einheimische Bevölkerung, die auch hier tagtäglich lebt, natürlich bestmöglich sanieren können. Genauso ist es aber auch notwendig, ein super Parkleitsystem zu entwickeln, was auch nachhaltig uns noch weiterhin unterstützen wird. Aber auch natürlich das Salzkammergut auf eine neue Ebene zu heben als Kulturhauptstadt, um es auch natürlich weltweit bekannt zu machen für all jene, die uns vielleicht noch nicht kennen. Für mich war es eigentlich immer so, ich habe diesen Kulturhauptstadt-Titel eingebettet eben in diesen Kulturentwicklungsplan, der ja eigentlich von 2020 bis 2030 angedacht ist, immer einfach als eine große Chance gesehen, dass sie die Region auch mit ihrer Bevölkerung Gedanken darüber macht, in was für Richtung, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, das ist das, um was es eigentlich geht. Was wünschen wir uns für uns? Wie stellen wir uns einfach auch unsere Zukunft vor? Ja? Und da fallen ganz viele Bereiche hinein, ob das jetzt die Kultur ist, ob es jetzt die Mobilität ist, ob es einfach, wie gehen wir mit dem um, was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, das Vermächtnis auch. Also es ist für mich was, wo wir uns ganz konkret über das, was wir uns für die Zukunft wünschen, Gedanken machen können. Und mit Kulturhauptstadt haben wir eine Argumentationsgrundlage, dass wir das tun. Und das ist eigentlich das Wichtige dran. Nicht so sehr ein einzelnes Projekt ist vielleicht an einem Tag passiert. Ich glaube, das Langfristige. Und das ist ja das, was ich dabei sehe und wir im Handwerkhaus. Das ist das, was eigentlich zählt. Vieles ist in Gesprächen, wo wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten müssen, bis dann wirklich alles verschriftlicht ist und bei uns einlangt. Also wir merken dann schon, in den Gesprächen da entsteht was, aber dann, wenn es dann wirklich konkret darum geht, im Einreichformular weisen wir auch darauf hin, über Finanzierung, welche Projektpartner brauchen wir, welche Zielgruppen spricht das an. Also es ist dann schon, wir brauchen ein Konzept, wir brauchen mehr als Ideen und deshalb glaube ich, wird dieser Nachhalt der Kommunikationstour dann wahrscheinlich in den Sommer rein sehr, sehr viel strukturieren und Arbeit für das Programmteam bedeuten und wir wollen ja quasi im weitesten Sinne von Jugendkulturthemen bis zeitgenössische Volkskulturtradition, da ist jetzt eigentlich alles dabei. Ja, es ist jetzt wirklich ein breiter Querschnitt des breiten Kulturbegriffes, den wir definiert haben, schon in der Bewerbung.